Und unser nächstes Thema jetzt ist der Fluglärm. Bei mir ist Rael Wenziger. Rael, in der, was ist es, Postulat, im Postulat, hast du bemängelt, dass es schon lange überfällig wäre, über das Thema zu reden. Ja, was kann man jetzt unternehmen? Also das Postulat hat verlangt, dass der Regierungsrat beim Bundesrat einmal intervenieren müsste, dass das Bundesgerichtsurteil von 2010 einmal umgesetzt würde. Und das sagt nämlich, dass die Lärmgrenzwerte in der Nacht müssten überarbeitet werden. Jetzt hat der Regierungsrat hat einfach einen Brief geschrieben an Bundesrätin Leutart und sie hat dann geantwortet, wo sie geschrieben hat, ja, man hat zwar das Bundesgerichtsurteil, aber in 2010 ist erstmals eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden. Die Arbeitsgruppe hat beschlossen, ja, sie müssen zuerst die wissenschaftlichen Grundlagen haben, um entscheiden können, ob man denn das muss überarbeiten muss. Klammerbemerkung, das Bundesgericht ist anscheinend aber im Besitz von den nötigen wissenschaftlichen Daten gesehen, damit das Bundesgericht das Urteil überhaupt hätte können fällen, dass es die Neufestsetzung von dem Grenzwert braucht. Aber doppelt gemoppelt hebt ja besser, oder? Vor allem im Bundesbern oben. Und jetzt hat Bundesrätin Leuthard hat so eine Arbeitsgruppe eingesetzt und die haben dann verschiedene Forschungsprojekte gestartet. Das eine ist das Projekt Sirene, wo wir ja schon davon gehört haben. Und obwohl das noch nicht ganz publiziert ist, batzelgerecht, sind in wissenschaftlichen Zeitschriften sind Teil von diesen Ergebnissen publiziert. Und dort kommt ganz klar raus, dass die geltenden Werte, Grenzwerte, lange nicht langen, um die Bevölkerung wirklich vor gesundheitlichen Schäden von dem Nachtlärm zu schützen. Aber das bedeutet, es geht nicht um eine Neufestsetzung, sondern eine Neufestsetzung von dem Grenzwert ist gemacht worden und jetzt scheitert es nur an der Umsetzung. Nein, das Bundesgericht hat gesagt, es muss neu festgesetzt werden, aber das UVEC muss die Zahl festsetzen. Und da sträuben sie sich jetzt eben mit Händen und Füßen und mit Ausreden und dort eine Studie und dort noch ein Studium. Und dann nachher, Sirene sollte jetzt Ende Jahr, sollten die Forschungsresultate eigentlich veröffentlicht werden. Und im Bericht schreibt die UEK, dass es dann noch 2 Jahre ginge, bis das Batzel die Daten ausgewertet hat. Also ich weiß nicht, was für Leute hier im Batzel sind. Normalerweise, wenn eine Studie vorliegt, hast du Daten. Da musst du nicht noch 2 Jahre investieren, um die auszuwerten. Aber jetzt haben wir nur von einer Seite geredet, nämlich von der Schweizer Seite. Mhm. Also wenn ihr das mal durch habt, dann werden die anderen wahrscheinlich auch wieder 5 bis 10 Jahre brauchen. Da schiebt sich ja wirklich nichts, oder? Ja, das Problem ist, dass wir das im Kanton nicht selber machen können, sondern dass das vom Bund festgesetzt wird. Das heisst, mein Postulat hat darum auch verlangt, dass der Regierungsrat beim Bundesrat intervenieren soll, dass es mal endlich vorwärts geht. Und der Regierungsrat hat jetzt quasi die Antwort von der Bundesrätin Leuthard einfach so akzeptiert und gesagt, ja, das ist jetzt halt so. Und ich wage es halt, die Antwort ein bisschen zu hinterfragen. Und wenn der Regierungsrat kritischer gewesen wäre, hätte er das schon selber können machen. Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zu der Sendung aus dem Landrat. Heute habe ich wieder mal den Jürg Wiedemann bei mir und zwar geht es natürlich in diesem Moment auch um die Schulen. Und es ist so gewesen, es hat eine Gesetzesinitiative gegeben, Stopp dem Abbau an öffentlichen Schulen. Und jetzt hat man dort die Rechtsgültigkeit müssen abklären. Zuallererst mal Jürg, was ist genau der Inhalt gewesen, ganz kurz von dieser Initiative und warum braucht das eine Rechtsgültigkeit? Also die Initiative ist vom Lehrerverband Basel-Land. Er hat die Initiative eingereicht und es geht in der Initiative im Wesentlichen darum, dass man einen Abbau erschweren will. Sprich, er tut festlegen, die Initiative verlangt, dass im Bildungsgesetz festgelegt wird, dass wenn man die Höchstzahlen will erhöhen, die maximalen Zahlen in der Schulklasse, dass dann der Landrat das nur mit einer Zweidrittelsmehrheit, mit einem qualifizierten Mehr, also kann entscheiden. Und eine zweite Massnahme, er hat vom Landrat verlangt, dass er auf Dekretsebene verschiedene Sachen tut, entscheiden oder festlegen. Und das ist der heikle Punkt gewesen. Da hat die Mehrheit jetzt im Landrat entschieden, dass Dekretsebene in der alleinigen Kompetenz vom Landrat ist und dass eben deswegen das Volk durch eine Volksinitiative das nicht aushebeln kann, sondern dass man nicht so konkret im Landrat kann vorschreiben kann, was er auf Dekretsebene muss schreiben. Und deswegen hat der Landrat jetzt Teilungültigkeit von dieser Initiative beschlossen.
Thank you.